Hallo, ich bin Lieb von herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von BTD5. Es geht mit der nächsten Mission weiter. Nimm 2 für deine Balloon-Zeit. Absolviere die Eisfläche auf Schwierigkeitsstufe mittelschwer bis Runde 50. Keine Superaffen oder Bananenplantagen, nur 2 von ihrem Turm. Alle Balloons sind 2 Ringe höher. 1100 Dollar für den Anfang. Ich habe mir als kleines Häuschen gerade noch die Nagelfabrik mitgenommen, weil ich wieder Bock auf eine Mission mit der Nagelfabrik habe. Deswegen werden wir die Nagelfabrik jetzt hier hinsetzen. Und werden sie einfach, oh krass, genau, die Säule rausgehauen. Und werden sie einfach jetzt spielen lassen. 2 Ringe höher, heißt also, rot ist jetzt automatisch grün, blau ist jetzt, glaube ich, gelb und so weiter und so weiter und so weiter. Dafür werden wir aber natürlich, da die Balloons 2 Ringe höher sind, ist ja unfair, machen wir uns gleich 2 kleine Blumendingenzen dahin. Und 2 Blumenbeerbüsche. Auch wenn ich bezweifle, dass die Gegner in naher Zeit so schnell durchkommen werden. Ich muss natürlich gucken, wann hier der erste Liebblumen kommt. Dafür müsste ich dann heiße Nägel schon mal skillen. Dum, 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 dum. Ach, ich liebe Reis. Ich liebe Nagelfabriken, ja. Habe ich ja schon mal erzählt gehabt. So minimal beiläufig erwähnt. Ja, ihr mögt zwar schnell sein, aber ihr könnt dann trotzdem nichts machen. Ich denke, ich werde schon mal heiße Nägel skillen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwie jetzt gleich sofort Liebloons kommen werden. Und dann habe ich echt ein Problem, wenn das wirklich tun sollte. Ist mittelschwer, also nur bis Runde 50. Das heißt, lediglich 3 Morphs müssen wir besiegen. Und die kriegen wir auch mit den Nagelbären tot. Ich denke, das wird wieder eine komplette Nagelfabrik-Mission werden. Vielleicht bei noch schneller Produktion, da kommen die nicht mal mehr durch. Ist aber absichtlich, dass ich die hier hingestellt habe. Sie können jetzt zwar schon durchkommen über das erste, aber dann werden hier hinten auf jeden Fall Nägel gesammelt. Heißt also, sollten sie durchkommen, kommen sie halt da hinten im Endeffekt gar nicht mehr durch. Alles geplant. So, ich genug Blumenbeerbüsche, habe ich nur noch 2 Stück, okay. Muss ich mal einfach wieder nachkaufen, wenn mal wieder ein bisschen knapper ist. So, gleich noch schnellere Produktion mit 1190 und dann, sobald die Nagelbälle da sind, die Nagelball, ne, ja, Nagelballfabrik, dann werde ich eine zweite Nagelfabrik hier oben hinsetzen, hier oben. Wobei, ich kann sie natürlich auch hier hinten unten hinsetzen, dann würden halt da noch mehr zerstört werden. Ist jetzt auch nicht so verkehrt. Und sollte ich auch machen. Ich überlege gerade noch. Ja, es ist besser, wenn ich werde sie. Na. Gucken wir gleich mal. Vielleicht setze ich sie auch ab direkt da drüber. Na, ich werde sie hier direkt dann. Ne, warte, hier will ich sie hinsetzen, oder? Will ich sie hinsetzen? Ah, ich werde sie hinsetzen, da brauchen sie mal nicht so lange bis dahinter. Und da kann die andere Nagelfabrik noch ein bisschen mehr nachproduzieren. Jetzt hat meine zweite erstmal eh nicht so viel zu tun. Die erste macht das schon. Eigentlich wollte ich jetzt Nagelbälle erstmal bauen, ne? Okay, dann baue ich erstmal Nagelbälle. Schwarze Herzen. Das sieht ja geil aus. Gab's die schon immer? Die sahen wirklich gut aus. Stylisch, stylisch. Ja, Nagelfabriken. Ach, ich liebe Nagelfabriken. Habe ich ja mittlerweile jetzt schon ein paar Mal gesagt. So, da haben wir die Nagelbälle. Bäm, 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 bäm. Ey, es kommen so viele Weiße auf einen fucking Nagelball. Er hält so viel ab. Das ist crazy. So, hier größerer Haufen. Damit die dann nicht mehr so weit lang durchkommen. Dum, 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 dum. Ja, der produziert mir ein bisschen zu viel auf die hintere Seite hier. Ist dann doch nicht so gewollt gewesen, ehrlich gesagt. Eine Riesenarmee von schwarzen Bloons. Das sieht so geil aus, einfach nur. Holy shit. Was darf ich denn eigentlich nicht an Tauern benutzen? Achso, hier das ganze, den ganzen, naja, brauche ich nicht. Wer braucht das schon? Wir haben Nagelfabriken. Schade, dass wir nur 2 setzen dürfen. Das ist wirklich sehr schade. Hätte ich ja gerne noch ein paar mehr gesetzt, aber ist halt so. Bam, 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 bam. Ja, das Ziel sollte eigentlich sein, die überhaupt gar nicht durchzulassen. Wir können natürlich ein Affendorf nehmen, dann werden die, eventuell lassen die da einfach noch mehr platzen, weiß ich nicht. Kann ich jetzt so ehrlich gesagt gar nicht sagen. Greifen die anstatt, weiß ich auch nicht. Ich würde ehrlich gesagt so lassen. Ich weiß nicht, ob die dadurch schneller werden, aber ich denke schon. Ich baue es einfach mal.
Affenfestung mehr platzen lassen. Eine Platzkraft erhöht, auch wenn ich nicht weiß, inwiefern das da angerechnet wird. Radarscanner brauche ich nicht, aber das Dschungeltrommel danach, ne? Nicht das Dschungeltrommel, alles klar. Easy auf 35 und da kommt schon die. Holy shit. Das ist ja crazy. Okay, dann werde ich vielleicht doch ein paar neue Gebäude brauchen. Platsch! Das sieht so gut aus. Das ist ja schade, dass ich doch ein bisschen mehr brauche. Aber naja, was soll's. Was soll's? Nagelmir möchte ich definitiv auch noch skillen mit der Zeit, denke ich. So, die haben schon 23 gepoppt, die mal durchkamen. 0,50, los. Radarscanner auch noch, damit die hier alle schön. Ach, siehst du, ich brauche ein Blumenlösungsmittel. Verschmelzen zwei Schichten pro Sekunde. Ah, ist schon ziemlich gut. Zack. Zwei Schichten war es gewesen. Holy shit. Ja, kann man jetzt nicht unbedingt verachten, ne? Das ist jetzt nicht gerade wenig. Dum, 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 dum. Bisschen viele Mobs, würde ich mal meinen. Ich glaube, ich habe verloren, kann das sein? Auf jeden Fall würde ich dieses Level nicht überstehen, würde ich jetzt keinen Superaffen setzen. Yes. Gut, was machen wir dagegen? Da sehr viele davon. Ach du Scheiße, ihr wollt mich doch verarschen, ey. Ihr wollt mich doch verkackeiern. Oh, macht der mega Laune. Haben wir Sauge? Natürlich nicht. Warum auch? Ey, langweilig. Oh oh. Oh, wir können gar keine Kanonen mehr bauen, das ist ja schade. Das ist ja wirklich schade. Ja, Baumturm ist leider auf 2 genauso wie begrenzt wieder. Ist doch kacke. U-Boote kann ich natürlich auch nicht bauen. Ihr wollt mich doch verarschen, Alter. Das gibt's doch nicht. Okay, okay, okay. Ah, ich, aber das kann ich bauen. Na klar, warum nicht? Na, scheiße. Okay, Platz mehr dafür. Aber werde ich trotzdem bauen. Gut, ich würde jetzt gerne, ehrlich gesagt, den Blumenverdünner skillen. Die Dings werde ich, denke ich mal, relativ leicht down kriegen, die durch die zwei Bombentürme, die bei Moabschläge. Denke ich mal, werden die jetzt nicht ganz so lange durchhalten. Hier hinten werde ich Eisbrocken hinskillen. Weil nämlich die Mobs bis dahin, denke ich mal, sicherlich durchaus zerstört worden sind. Kann der Eisbrocken-Tower dort wirklich sehr destruktiven Schaden anrichten. Hoffe ich mal. Oh ja, yeah, nice, nice, nice. Ja, ist klar. Hier werde ich Affenpirat hinsetzen. Und mir direkt einen holen. Genauso wie ich noch einen hinsetzen werde. Und mir noch einen holen werde. Aber jetzt nicht in der Runde. Bam! Oh, der hat eine holy. Der hat eine ziemlich geile. Okay, der hatte keine so hohe Range gehabt. Das war irgendwie anders. Zufällig gerade gewesen noch. Bis dahin kann er nicht schießen. Ja, deswegen der Blumenverdünner. Ich muss sagen. Herausfordernd. Würde ich es einfach mal nennen. Ne, das werde ich bei denen nicht nutzen. Ich denke, dafür werde ich die 4 BFPs aufheben. Dings finde ich jetzt irgendwie ehrlich gesagt ein bisschen langweilig, Affenpfleger ist. Aber hier würde ich gerne einen arktischen Wind hinskillen. Bam! Krass fucking Range, ey. Aber die schön hier hinten geslopt werden. Ach, hier wollte mich doch verarschen. Das geht ja bei dem nicht. Den kann man höchstens zu Ende saugen. Und das war unnötig gewesen.
Die hätte ich dafür nicht benutzen sollen. Egal, warte mal ganz kurz. Ich habe ja hier oben, glaube ich, noch ein bisschen Range. Wunderbar. Das war jetzt unnötig. Habe ich Morb gelöscht? Ne, habe ich noch nicht. Ja, mach mal. Zack, den nächsten Morb, der wird zerstört. Ob das so viel bringt, keine Ahnung. Machen wir es einfach mal. Wow, Eisbrocken. Holy shit. Die Eisbrocken. 26.000 am Arsch, Alter. Wie geil ist das? Also jetzt kommt Lagenmine, ein bisschen verstärkt da hier anzugreifen. Ja, wenn die Dings zerstört werden, die Mobs genau im Eisturm, die natürlich auch noch gefreezed werden durch den Eis, durch den anderen Eisturm, dann ist das Spiel schon krass am ruckeln, ne? Okay, alles gut, alles gut. Ja, die brennen natürlich dann durch die Nagelminen nochmal. Auch nicht unpraktisch. Hier kann ich einfach Spurgestalt ist langweilig, oder? Ja, komm, machen wir Spurgestalt. So viele Gegner hier willkommen, leck mich am Arsch. Ich hab schon wieder 30. Am Arsch. Ohne Witz, guck dir mal das Geld an, das gibt's doch nicht. Jetzt brauche ich auch keinen Affendorf-Bonus mehr, das ist mir das auch egal. Jetzt hab ich's. Ist egal. Jetzt hab ich sehr geskillt, Macht keinen Unterschied. Was darf ich denn noch skinnen? Ich kann noch einen Klebstoffschützen skinnen. Ich kenne ihn auf der anderen Stufe. Oh, das war schon. Wow. Schön kann ich es auf einer anderen Stufe skinnen. Ach, Menno. Gerade wenn es so spannend wurde. Aber es ist krass, wie viel Geld man kriegt. Einfach weil jetzt auf. Ist es ein Mittel oder? Ich glaube, es ist eine Anfängerstrecke. Deswegen gibt es halt noch so extrem viel Geld. Selbst im späteren Verlauf des Spiels. Auf dem Platz und so weiter kriegt man halt wesentlich weniger Geld pro Blumen später. Aber ja, relativ einfache Mission. Ich glaube, zwei super Affenfallen habe ich benutzt, plus einer war unnötig. Drei habe ich, glaube ich, benutzt. Einer war unnötig und zwei Blumenbeerenbüsche, die waren aber definitiv nötig. Also wieder ein bisschen Geld rausgehauen. Habe ich es nicht wiederbekommen. Die 60 Dollar ist ja wirklich ein Witz gewesen. Aber diese Verletzungsmission bringen alle nur so Müll. Müllwerte. Aber gut. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind in der nächsten Folge wieder von BTD5. Mal gucken, was wir dann machen. Bis dann. Ciao.